Alle ready to rumble? Ready. Immer. Ja, dann würde ich direkt sagen, rein da, Abfahrt, viel Spaß. Viel Spaß. Was wäre, wenn jetzt einer Nein gesagt hätte? Dann hätte ich gewartet und gefragt, was das Problem ist. Und wenn die Person mir auf den Sack gegangen wäre, hätte ich sie gekickt. Okay. Alles eine Lösung parat, gar kein Problem. Du bist echt wie mein Chef. Er ist ein Chef. Ich weiß nicht, wie du gerade aktuell tryhardest. Ich will dich ja spielen. Ja, ich bin dein Chef, du kleine Hure. Jetzt unmute dich. Okay. Ich überlege gerade, soll ich Viras verkaufen oder nicht? Na, Visa, wie geht's dir? Cooles Gespräch. Du bist doch gemutet, Tob. Tob? Die Leiche liegt an der oberen Tür von Elec zu O2. Wir standen da gerade zu viert, waren an der Tür und Kali und Firas sind nach unten weitergelaufen. Okay. Tschüss, Firas. Okay. Ja. Okay. Ist Popa sie leicht umgefallen? Oder? Ich hab's nicht gesehen, ich hab's Sunglass. Popa hat's im Chat geschrieben. Einer ist gejumpt. Ich bin nach unten gelaufen, hab einen Report-Button. Er kommt bestimmt jeden Moment in den Chat. Moin, Hash. Ich bin nach unten gelaufen, hab Report-Button bekommen, bin wieder hochgelaufen. Tob stand noch an der Leiche. Nochmal, ne? Für jeden, der mitspielt, für jeden im Chat, für jeden, der sich in meinem Kosmos... Wichtig, in meinem Kosmos jetzt, befindet. Ja. Ich jetzt bist du ja, sorry. Entscheide also, Tür die Dinge. Tür es klingt abgehoben und arrogant, aber es ist Fax. Einer von den dreien, die ich im Chat genommen habe, ist draufgesprungen. Ja, waren wir auch. Bist du, dass sie geschrieben hast. Okay, Firas ist tot. Und bist du... Aber, Tob, warum können drei Leute draufgesprungen sein? Es ist Fax und das ist Fax. Den dreien. Ach so. Ah, okay, auch in Ordnung. Nö, Sky, ich kann's ablehnen. Also hast du nur eine ähnliche aber Farbe gesehen. Aber jeder, der 5er Sub raushaut und sagt, wen ich killen soll, mache ich nein, instant. Wir standen in einem Haufen. Ach, Wallah? Bruder, ich schwöre, ich dachte... Das war kein Warlock, er hat Blutspritzen. Ich schwöre, ich dachte, das ist im Meeting, Bruder. Ich dachte, das ist im Meeting. Ich muss aber zugeben, gerade als ich dir gezeigt habe und die Sachen gelesen habe, dachte ich mir, wait a second. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie gedacht hat, ich werde Detective oder sonst und hab mich gegessen. Kann sein, ja. Ja, also wir merken uns das, entweder Tob, Kali oder Foxy könnten, das könnte wenn die Raste nicht. Entschuldigung, das könnte übrigens ganz gut sein mit dem Detective, weil Kali und ich sind im Starter. Nee, wenn, dann gebe ich die Punkte zurück. Also, ja, ich in den Community-Runden, wenn du einlöst, dann mache ich das auch. Außer, aus irgendeinem Grund passt das nicht. Ich kann dir jetzt kein Beispiel nennen, gibt's immer Beispiele. Dann erkläre ich das auch eigentlich und sage, warum ich das nicht mache. Dann gebe ich die Punkte zurück. Aber sonst mache ich das ja. Okay. Streamer-Lobbys zum Beispiel lehne ich das tendenziell ab. Azarael77, danke dir für dein Follow. Warst du nicht Follower, Bruder? Ist das nicht so, dass wenn man Follower war und wieder, also entfollowt und wieder followt, dass das nicht kommt? Oh, asozial, Azarael. 10 Strafsubs. Ich schwör, Firas, no joke, das war... Ich dachte, das war nicht die... Ah, Bruder, auf Knien gehe ich vor niemanden, sag ich dir, wie es ist. Klingt abgehoben und arrogant, aber es ist Fax. Warum hört man das als Fax? Ich sagte Fakt. Gute Nacht, Dax, bei der schlaf gut.
So viele. Ich überlege gerade, soll ich... Schwer. Also liegt an der Lifeline. Und ich war gerade noch mit ihm zusammen im Specimen, nicht in einem Specimen, in der Decon unten. Irgendjemand kam mir auch entgegen. Stern und ich. Also ich habe Stern gefunden, liegt an der Lifeline und war noch gerade noch zusammen in der unteren Decon. Mir kam auch wer entgegen. Hup war zuletzt an der Lifeline, das ist so ungefähr 7 bis 10 Sekunden her. Also muss der Kill frisch sein. Es kam mir kein Nackter. Frisch ist er auf jeden Fall, definitiv. Es kam mir aber kein Nackter in dem Sinne entgegen. Ja, ich weiß nicht, das eigentlich. Ist ein bisschen schwierig. Also du und Cyrex wart noch in Specimen mit mir. Richtig, genau, wir waren... Da bin ich in meiner Sam-Sass-Task und habe ich nichts mehr mitbekommen. Ne, ich bin auch schon raus, da stand eigentlich auch Cyrex oder du standest zumindest noch da, das habe ich gesehen. Und in dem Moment, wo auch jemand dann sozusagen runter ist, Richtung Decon untere, wurde es halt gerade leise aus. Da wurde halt mein Radius auch kleiner. Ich kann 100%ig für rausnehmen. Wir waren vor 5 Sekunden noch in Comms, 6 Sekunden und sind dann links neben Comms bei der Pylone zusammen gewesen. Oder Vampir. Oder Topes könnte Vampir rein. Nein, der kam aus Comms, während ich da reinlief. Ja, aber ich habe mich dagegen entschieden. Guck dir den Clip an. Das ist nicht wirklich, wenn er frisch ist. Ich habe mich dagegen entschieden. Keiner aber auf jeden Fall gesagt, der jetzt machen können. Aber ich habe leider nicht gesehen, wer. Also ich könnte auch nicht mal annähernd sagen. Ich könnte nicht mal annähernd sagen, wer. Der liegt vor Lifeline. Ich würde schätzen, dass der entgegenkommende das war, ja, aber. Ja, also wirklich, ich dachte, das hast du im Meeting geschrieben, for real. Raus und nach rechts irgendwo hin verschwunden? Genau, ich war danach Communications mit Tob und noch einer Person. Bin dann rausgelaufen zu Office Admin und bei Office habe ich Nikolai, habe ich dich gesehen? Nee, Stern. Ja, Moment, ja, Stern ja, ist... Mir bist du gekreuzt. Okay, Nikolai, dir bin ich gekreuzt. Jo. Ja. Aber das kann ja dann nicht lange her sein. Nee, ich bin gerade raus, ich bin runter ans Wasserrad bei Admin und da war nur einer tot und das war der Red Hunter. Also die Leiche ist sehr... Versprochen, das passiert mir nicht mehr. Versprochen, ich bin dein Herz. Was ich außerdem noch erwähnen möchte, Yui... Ah, nee. Ich werde schauen. Warum werde ich gewotet? Dead. Na, das war nicht so nice. Wer ist gerade in die obere Decon gegangen? Scheinbar niemand. Wenn sich keiner meldet, dann ist der Killer gerade in die obere Decon gegangen und dann können wir Ausschlussverfahren, wenn der Rest, wenn sich welche gesehen haben, woanders. Wann war das, Aira? Weil ich bin seit Beginn der Runde im Specimen und stehe am Down und bin gerade weg von der Task, aber da war niemand. Raus aus der oberen Decon. Ich nehme an, das war Foxy, die ich gerade gefunden habe. Und dann ging gerade vor 4 Sekunden oder so einer rein. Also die Tür nach unten ging schon auf. Also vor 4-5 Sekunden die Tür nach unten. Okay, aber da ist mir noch keiner entgegengekommen. Ich stehe an der Download-Taste, also bin da gerade rausgesteppt tatsächlich. Also ich habe die Task fertig und bin seit Beginn der Runde im Specimen. Und da war dann kein anderer mit mir. Foxy, nein, einer kam raus aus Specimen nach oben. Kann sein, dass sie durchgelaufen ist, während ich an der Task war.
okay, die Dekon wurde mich zweimal getriggert. Wo ist dann der Rest? Ich kann tatsächlich sowohl Nikolai, Kaylee als auch Yui rausnehmen. Und Yui würde ich gerne zu 100% rausnehmen. Also Yui ist für mich Crewmate. Wo warst du denn, Sirini? Ich war in Weapons. Nikolai bin ich gecrossed und in Weapons reingegangen. Okay. Und Kaylee habe ich in O2-Bereich gesehen. Also so da hätte sie letztens. Also habe ich auch im... Ganz kurz noch, ne? Tob wurde gegessen und er sagte, Visa, Red Hunter, Sirini, zwei Killer, ne? Zwei nee, Gute, ein Killer. Ja. Und er meinte, Nikolai hätte ihn versucht zu killen. Ich bin kein Killer. Ich bin so ein Schweinerei, das muss mir nicht antun. Nein, das sage ich dir gar nicht. Ich sage, ich bin kein Killer. Wenn ihr mich voten wollt, aber weil der Call von ihm kam. Irgendwer muss sich jetzt ein falsches Alibi geben, weil. Also der Killer kann natürlich die Digon getriggert haben und ist dann in den Van verschwunden nach links und zu atmen kann runter, aber irgendwer muss kann halt ich. Vor. Weiß ich nicht. Da wendet es zu, deswegen. Sirini und Azar würde ich rausnehmen. Es war noch jemand im O2, ich weiß nur nicht, wer das war, das, keine Ahnung. Das Problem, was ich hier sehe, es gibt immer nicht zwei, sondern drei Approves und mehr. Also Azar kann ich zu 100% für diesen Kill rausnehmen. Yui kann ich zu 100% für die Runde hier rausnehmen. Ich sag mal so, wir haben immer noch einen aus der Trap. Visa und Sirini sind tot. Visa und Red sind tot, ne? Ja, also ihr könntet mich gerne voten. Ich bin ein Crewmate, aber ist halt unlucky, dass aber ein Böser ist schon definitiv tot. Yui ist übrigens Security Guard. Okay, danke. Gerne. Nice. Schade, keiner von denen da. Boah, ich hatte Glück, die Trap war noch nicht zu Ende getriggert. Gefunden. Ich hab reported. Achso. Achso. Ja, ich hab auch aufgedrückt, deswegen. Ja, Nikolai liegt vor der Lifeline. Weiß einer, wie alt die Kills sind? Na, dadurch, dass Nikolai direkt vor der Lifeline liegt, schwierig. Kann man ja schlecht bestimmen. Ich weiß, dass ich definitiv mein Game neu starten muss. Okay. Wer hat das Licht angemacht? Azar, ich stehe mit dir im Leitkasten. Ja gut, das war jetzt klar. Ja, Yui habe ich zuletzt im Lab gesehen. Ich war mit ihr im Lab, dann bin ich rübergelaufen, habe Lichter gefixt und... Ja. Ich weiß nicht, ob Kali so confident ist und sich die Rolle merkt. Sorry, deswegen mein Satz jetzt war Azar oder Smaggy mit dem Käse. Das sieht's frech. Dann bin ich okay, dann nehme ich's zurück, aber. Also, sorry, so alt wie Smaggy bin ich noch nicht, dass ich irgendwas vergesse. Okay, gut. Dann nehme ich's zurück, du. Dann ist. Bist du. Nee, ich bin sowieso bei Smaggy, weil ich mir vorstellen kann, dass er den Kill letzte Runde gemacht hat. Das stimmt nicht. Du hattest dich übertrieben verteidigt und du gar nicht so wirklich sass warst. Ich hab mich nicht verteidigt. Ich hab direkt gecallt, wo ich stehe.
weil ich im Specimen bin und obviously dadurch dafür sus werden könnte. Deshalb habe ich direkt gecallt, wo ich stehe, weil ich da stehe, wo hätte der Killer hinlaufen können. Und seit Beginn der Runde war ich da. Also ich habe mich nicht hart verteidigt, sondern ich habe direkt gesagt, dass ich da stehe. Und ich war vor Tob in der Trap. In der oberen. Und ich habe ihn angewiggelt. Also ich habe mir schon gedacht, dass Tob der Trapper ist. Und er hat mich auch angewiggelt. Aber tatsächlich, dass Asa nichts Gutes ist. Weil den Nikolai-Kill hätte vielleicht Kali machen können oder Kyra, das kann durchaus sein. Ihr seid ja aber beide rechts. Wo liegt der andere Kill? Der wird wahrscheinlich links in O2 irgendwo liegen und Asa war nicht im rechten Bereich. Und warum soll ich Yui guessen, wenn Yui mein... Also sie hätte mir jetzt für die gesamte Runde ein Alibi geben können. Ich bin im O2-Bereich. Für die gesamte Runde hätte sie dir ein Alibi geben können? Ja, für diese Runde. Weil ich mit ihr im Lab war. Ich werde Asa voten. Wird wahrscheinlich fliegen, aber das wird nicht richtig sein. Ihr werdet sehen, die Runde wird weitergehen. Ja, wahrscheinlich wird die Runde weitergehen, weil ihr alle irgendwie böse oder neutral seid. Was? Ach, Mann. Nein! Ich hab Kill gedrückt! Sag doch, Taskmaster! Haben sie sich noch gegenseitig gekillt? Nein, ja, sie haben sich gegenseitig gekillt. Oh, und Kyra hat noch gelebt, dadurch haben wir gewonnen. Warte, MVP. Haben wir uns gerade gegenseitig getötet? Ja. Bei drei Sachen gleichzeitig passiert. Tars fertig und gegenseitig. Nee. Tars ist nicht fertig. Kyra hat noch eine. So, und Kyra auch. Aber weißt du, was stark ist? Kali, Chapeau, 6 und 4 Kills, stark. Wurde und nicht mehr angezeigt wurde, weil ich was hab gerade den Schalter umgeklickt. Was Maggie den Guest will ich noch irgendwie als Short sehen. Und von Firas? Ja, ey, aber ich muss sagen, to be fair, ich dachte tatsächlich, dass Firas in den Chat geschrieben hat, Maggie Killer, nachdem die Runde begonnen hat und der mich gesidekickt hat. Können wir bitte einen Blick in den Meme-Channel werfen?